Natascha, doppelt herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Einmal zum Fashion Label. Was ist das Ganze? Ja, ich habe tatsächlich jetzt mein eigenes Fashion Label gegründet. Ich habe ja schon vorher Mode gemacht, aber irgendwann dachte ich mir, jetzt wird Zeit, 100% ich. Gas geben, wild, unberechenbar, halt so wie ich. Warum das No? Das ist ja doppeldeutig. Es sind tatsächlich meine Initialen, N.O. Und ich dachte mir, in der heutigen Zeit ist es auch mal gut, Nein zu sagen, egoistischer zu sein, auch mal zu sagen, ey, ich habe Bock, das zu tragen, was ich will und nicht, was andere sagen, was ich tragen soll. Von daher Ja sagen kann jeder, deshalb No. Sie sind ja auch Mutter, jetzt auch Großmutter. In welchen Situationen sollten Ihre Kinder oder Enkel Nein sagen? Jeder hat seine eigenen Grenzen und die sollten eingehalten werden und da sollte man sagen No. Wir haben den kleinen Erdenbürger schon so ein bisschen gesehen, Füße gucken da raus. Wie fühlt sich's an? Die ist natürlich total entzückend. Also beide Enkelkinder sind entzückend, ganz niedlich und ganz süß. Und natürlich mit 7 Monaten kommt immer mehr Bewegung rein. Es passiert immer mehr, ist natürlich wunderschön. Inwieweit mischt sich denn die Omi mit ein? Ich mische mich gar nicht ein. Ich antworte, wenn ich gefragt werde, wenn man Rat haben möchte. Aber ansonsten halte ich mich da schon sehr zurück. Aber Fläschchen geben, Windeln wechseln. Mach ich alles. Mach sogar Nachtdienst. Was wünschen Sie dem neuen Erdenbürger von Cheyenne jetzt? Na ja, natürlich, dass sie mit weiterhin ganz viel Liebe aufwachsen, dass sie gesund bleiben und dass sie so fröhlich sind, wie sie jetzt schon sind. Die Ochsenknechts haben ja auch was Spezielles. Ihre Mutter ist ja selbst heute auch da, also ich glaube 4 Generationen. Was ist das Besondere an der Familie Ochsenknechts? Dass wir sehr zusammenhalten, dass wir immer füreinander alle da sind und dass wir halt wirklich ein Team sind, was man in der heutigen Zeit nicht mehr so hat, dass Generationen, das ist ja jetzt die 4. Generation, dass wir immer auch noch zusammen unterwegs sind. Letzte Frage, der Winter, aber auch die Weihnachtszeit kommt. Corona haben wir immer noch so ein bisschen. Wie sehen die nächsten Wochen, Monate bei Ihnen aus? Also wir treffen uns ja alle regelmäßig und wollen auch wieder Weihnachten alle zusammen verbringen. Dann müssen wir nur noch gucken, wo, ob in Berlin oder in Graz. Das müssen wir noch schauen. Steht noch nicht fest, je nachdem, wie das natürlich jetzt gerade in der aktuellen Situation wieder ist. Danke.